Nordeutsch, mit Christian Schwarzer, wo man die Stiftung von meiner Großmutter mitgebracht hat, das war eine Schwester. Also, drei Mädchen, ein Bruder, kurz gesagt, meine Großmutter war die älteste. Die hat dann 1908 nach Wien verschlagen. Die ist 1893 geboren, genau ist das Datum auch schon, ich glaube, irgendwann in April. Aber ich weiß nicht genau, welches Datum das ist, wenn man es merkt, oder hat man halt mal einen Job, so ist es. Und dann ist sie nach Wien gekommen, zu einer Stadt. Und zum Schluss natürlich, wie gesagt, war es ein Wiener. Ja, ich habe geglaubt, dass es ein Wiener ist. Dann hat mein Cousin recherchiert, die Eltern von ihrem Mann, also von meinem Großvater, den ich leider nicht kennengelernt habe, der 5 Jahre bevor ich geboren wurde, gestorben. Das war ein Samwer. Und den seine Eltern dann aus der Slowakei, aus der jetzigen Slowakei, aus der Gegend von Prag sind die gekommen, ja. Aus der Gegend von Prag und von meiner anderen Großmutter, väterlicherseits, die sind aus der Slowakei gekommen. So. Also, wie heißt die eigentlich, bin ich so streng von den Eltern, ein echter Bremer, sozusagen. Aber was sie meiner Großmutter gesagt hat, sie ist ein Bremen, dann ist er in A ins Gesicht gefallen. Und sie sagt, nein, ich bin kein Bremen, ich bin ein Meere, ich bin mehr wie ein Bremer, wie man sagt. Das heißt, sie ist aus der Gegend Bremen gekommen, also etwas nördlich von Bremen, ist in Arm gewesen. Und das ist natürlich mehr, diese Ecke. Und dann haben die anderen gesagt, das ist ein Wahnsinn, die draußen sagen, sie ist kein Bremen, die hat ein Bremen genannt. Und sie sagt, sie ist kein Bremen. Und sie sagt, nein, ich bin ein Meer. Gut, die ist dann so, so Sprachbarrieren, wenn man das so sagen kann. Mikrofon wieder zum Gerhard, OM2, Peter war O3, Wechsel. OM3 im Heim. Jetzt habe ich dich gehört. Die MHM von Brücken macht keinen Durchgang, bitte. Danke, O3M, mein Mannschaft, begrüße euch beide. Das mit Störer, was du gemeint hast, nein, ich war es vorher nicht. Weil es war irgendeine Frauenstimme, so gleich, ja. Aber ich habe abgewartet und habe gerade eingeschaltet und über die Motorrad-Erzählung zugehört. Wollte mir reinmelden und nachdem das so viel gekrocht und gekramelt und gestört hat, habe ich mich noch nicht reingemeldet, weil man dachte, das macht die Sache jetzt nicht einfacher. Und habe abgewartet, ja, und ich habe gerade gesagt, du hättest dann noch deinen Durchgang. Also, wir waren nicht. Wir sind ganz klar. Gleich so um einzusteigen und Info dazu, ohne zu lang zu reden, hören wir weiter zu. Nämlich zum Thema Familie kann ich sagen. Bei mir ist das auch. Ich sage jetzt einmal, wem weiß ich nicht, ich weiß nur, dass meine Großmutter irgendwie auch war. Ich nenne es einmal ursprünglich Tschechoslowakei aus der Gegend, irgendwo an der Grenze. Und für mich war es als Kind immer so, man sagt, bis auf wem, wenn irgendwo ein Buchstaben was verpufft hat, oder irgendwas falsch gesagt habe, was sagt, das ist von deiner Großmutter da, bis auf wem, also für mich war immer wem, aber was war Tschechoslowakei? Den Unterschied zwischen Böhmen und Mähren habe ich nicht hinterfragt, ob das umgangssprachlich war oder ob ich aus Böhmen war oder so. Aber da war ich noch ganz klein, also ich nicht so genau gewusst. Und da war weniger Kontakt mit der Familie. Habe ich gesagt, Familienverhältnisse sind manchmal ein bisschen kompliziert. Und Motorrad haben wir so ganz kurz gesagt, ja, bin auch Motorradfahrer, aber nicht mit so weiten Strecken. Also, wenn wir Niederösterreich verlassen, haben wir eh schon einen riesen Ausflug gemacht. Chopper, gemütlich dahin tuckern, halt einfach das bisschen stärkere Moped. Ungefähr mal. Und das Wetter muss genau passen, das Schöne ist, nicht zu kalt und nicht zu heiß. Und Kilometer fahren wir halt so, ja, wie gesagt, da fahren wir halt ein bisschen unterwegs. Somit gebe ich euch einmal Tiertag vor, ich fange alle 3 immer ein. Mann. Ja, danke, das ist der Mann, das war's für das Eiwisch, das ist ja meine Großmutter mit dieser Zeit, die war viel bei uns.
Ja, am 20. Bezirk kommt, also in der Untergasse beim Hannover-Markt, deswegen gehört sie sowas schon. Und sie hat meine Großmutter in Simmering gewohnt und meine Mutter hat gearbeitet auf der Grenzingerstraße, als Friseurin, bei der Hohen Warte, wo man da runter geht, wo der 36. der Ungarn, wie immer das da geht, war. Dort nachher geht und auch Gossenweiler, die Probostraße, da war der Kindergarten, wo ich gegangen bin. Und meine Mutter hat mich ja immer in der Früh, sagen wir, bei den Kindergarten vorne getan, das heißt, und meine Großmutter hat mich wieder abgeholt dann am Abend. Aber meine Mutter hat da gearbeitet, hat auf der Bergschock. Das, auf das kann ich mich gut erinnern. Gut, das Mikrofon wird jetzt gekriegt gehabt, wo ich eins richtig, aber wo ich drei Wegs will. Grüße da auch St. Pölten. Hallo Manfred, hallo Michaela. Ja, es ist einfach, ich bin ja auch mehrsprachig aufgewachsen. Großmutter Kärnten, Großvater Niederösterreich und ich geboren und aufgewachsen in der Steiermark. Und darum gibt es ja natürlich auch immer die Bemerkung, hey, hol mir Öl bei der Schaltanstelle. Das hat natürlich auch einen Ursprung. Ich bin eben mit Zuschlager oben geboren, im Norden. Und bin dann nach Eiweswald in die Berufsschule gefahren. Da habe ich dann nicht mehr geklappt, dass ich in Österreich bin. Ja, Eiweswald, 35 Minuten zu Fuß über den Radlpost nach Slowenien. Und dort rennt es so. Weißt du, was mich gelusten hat? Naja, der Salat mit einem Kernöl. Das sind eben die Sachen halt. Aber, ja. Ist einfach eine tolle Sache. Und ja, zu Böhmen und auch Mähren. Wenn Böhmen und auch Mähren nicht mehr zu uns gehören. Wobei man noch bei Estrich war vor 50 Jahren. Irgendwann habe ich einmal gehört, aber so genau kann ich es auch nicht. Ich habe auch einen Teil der Verwandtschaft aus der ehemaligen Tschechoslowakei. Die Eltern von meiner, also die Mutter von meiner Großtante, die auch schon 97 gestorben ist, war von da drüben. Und der Großvater war da bei Greit, das ist Richtung Buchberg hintere. Und ja, ist oder so. Das, man darf das Zeug einfach nicht schlecht sehen. Und mit jeder Sprache, die man ein bisschen versteht, ist es eine tolle Sache, dass man im Leben irgendwie weiterkommt. Ich suche im Moment irgendwo Leute aus Serbien, die wissen, wie ich von Belgrad mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Kopaonik komme, weil mich dort auf den Bančićev-Brg aufführt, der höchste Gipfel von Serbien. So. Zurück zu dir, Wolfgang, oder kriegst du da gleich noch wieder am Anfeld? OE, 3WC, ONSWD. Gut, du hast ja auch eine Kleinigkeit noch. Also, das ist so, ja. Ja, das ist jetzt weiß, wenn man noch bei Österreich war, verhofft sich, ja. Da hat mein Vater Kohl ausbringen. Rechte Wienerin und so weiter ist es gegangen, für den etwa. Natürlich, ich muss auch sagen, muss ich mir das nicht mehr aufhören zum Haus. Ich weiß nicht, ob das aufhören kann zum Haus. Ich habe vorhin gewählt noch St. Pölten, Michaela und Manfred. Da steckt er drei, wie es geht, so wie es geht. Danke, Manfred. Ja, also mehrsprachig bei mir. Mehrsprachig trifft es nicht so. Also, ich habe die Verwandtschaft verteilt, aber kein Niederösterreich, kein Pöltenerisch, Wienerisch. Aber alles, was in der Region liegt. Dass es halt auch einen eigenen Dialekt gibt, den man dann irgendwie dann auch manche Sachen kennt, manche Sachen dann auch fangen. Aber es bleibt halt beim
Rahmen von Österreich. Österreich. Dann ja, darf ich nicht mehr. Dann schauen wir mit der Tüte, mit dem Sackerl und mit dem Hefekaffee oder mit keinem Kaffee oder mit diesen Kartellen. Also ganz so ist es ja nicht. Das ist dann eigentlich eine eigene Sprache. Zwei Sprachen. Insofern kann ich zwei Sprachen, ein bisschen Englisch. Und ja. Michaela Juristen sind ja Großeltern aus Ungarn. Großabo, weißt du, da ging die auch. Oder waren die geklärt? Vor einem sind irgendwo Tschechei aus Ungarn. Aber sonst, naja, andere Seite kommt. Bei Oma kommt auch was aus Tschechien und Kroatien, also das ist schon ein bisschen, ja, also, ich weiß nicht, wer das irgendwie zusammen sagen, aber was ist der Dorffeind? Und nur ein paar Familien, das ist ein Kreis und ja, ja, gut. Sonst, das sieht uns nicht so oft, die Bauche, sind eher Erdkrabbler, und haben es schon Ausflüge gemacht, aber jetzt nicht mit Motorrad, sondern mit Auto. Was wir da gemacht haben, war kein Campen, also sind wir einfach, das ist eigentlich ein europäischer Kontinent, haben wir es jetzt nicht verlassen. Das heißt, im Norden auf bis Dänemark einmal reinschnuppern und ja, im Westen früher Auto war ich schon mal in England und Frankreich. Und sonst mit Auto Frankreich, Spanien, Italien, alles hat man in Österreich angrenzt bis zum übernächsten Land gesagt. Und einmal in Griechenland im Flugzeug. Das sind unsere Bildkenntnisse. Und haben das erste Bedürfnis, irgendwo hinzufliegen, weit weg, so typisch. Ich sage mal Stichwort Malediven oder irgendwo da in weit weg oder speziell jetzt Amerika oder China. Vielleicht war China interessant. Aber auch nicht so. Gibt es ja da in Chinesen Hai. Und somit haben wir da quasi einen begrenzten Horizont, was sich anbelangt. Aber sind glücklich damit. Ja, dann gebe ich es Mike. Ja, wir sind Wolfgangzug oder machen wir drei Rahmen dann? Aber gehen wir den Wolfgangzug, dabei haben wir das Schema. Wo ich drei immer in der Mannschaft. Ich will nur von Himmel zu Bett, du willst das gut mit dem Maßnahmen, dass ich mir das Mikrofon gehört und zum Kehrhaus, zum Urlaub. Ein Whisky-Kotester, also aus Whisky-Kotester, Whisky-Kotester.